ist geil. Das ist der Richard. Hi, mir Richard. Sag mal, was ist der Mann? 30, gell? Lang. So, wir verlassen Erbach. Ortsname Niestertal. In Richtung Bad Marienberg. Da links geradeaus geht's nach Westerburg. Man hätte vorher ein Schäfer vorbeischicken sollen mit seiner Herde, das wäre besser gewesen. Ehrlich. Wunderschön, ja. Was ist halt hier die Niester schon? Der ja, das ist die Das ist doch schöner als ICE, ne? Den kannst du aber hier runterschicken. Das macht doch irgendwie Spaß. Der kannst du aus der Kurve kratzen. Ah ja. Unten die Bahn, oben die Straße. Nach Westerburg war die Bahn da. Was? 20 war da, ne? Jetzt müssen wir mal schauen, wie gut wir drei Schritten haben dort. Jetzt machen wir die Schienen mal wieder blank hier. Ja, ich glaube, das war eine zweite Fahrt besser. Ja. Wir müssen ja mal gucken, von wann die schwören sind. Bestimmt sind von 28 oder was, ne? Ja, ja. Die erste ist noch da. Die schwellen um die 30er Jahre. Ja. Ja, das ist ein schönes Buckel. Nächsten Samstag, ja? Scheiße. Was ist hier? Ja, ich bin nicht anwesend. Das hat zugestimmt. Wir fahren. Was macht der nächste Samstag, Giesbert? Schlechter Schneiderkrug. Alter, also, wir haben jetzt noch Bier vor. Das sind schön. So, hier ist der Rasengemähen haben wir nicht. So, ist halt gut. Wir fahren Rasenmähen. Aber Giesbert ist eigentlich der Prellburg auch dabei? Ja. Ich habe den noch nie gesehen. Nur. Sei froh. Ach so, ja. Dann dreht er durch. Aus der Provinz. Bisschen nasse Rost dabei. Schleuderkost gemacht jetzt. Geht das auch mit Auto geschickt oder was? Nee, der hat nicht geschickt. Irgendwas bei mir zu Hause angekommen. Ja, die Fahrzeiten von heute. Ich hab die Fahrzeiten. Ja, an alle geschickt. Nichts Wichtiges. Es haben einige anscheinend die Briefe. Da habe vorher auch schon eine gesagt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hab alles auf einmal in einen Briefkasten reingeworfen. Tja, und ich hab die Hälfte gleich wieder noch gesagt. Wir laufen ab und zu, wenn ich jemanden ersetze, müssen wir pfeifen. Ja, das ist ganz frei.
Zufall, durch einen Sturm vor einigen Jahren. Ich habe ja schon Er hat die schönste Fotos da unten. Ja. Ach, guck mal da, das Pferd liegt auf der Erde. Da war ich ja, den Pferd Fohlen war da, ne? Ja, da liegt er. Herzlos. Das war's. Ach so, ja. Da, die, da, ja, die Baumreihe runter. Ja, ja. 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 Das ist auch so
schon die Schleife gemacht. Ja, ja. So rum geht's. Also. Und wurde die wieder angeschlossen, die Strecke? 10.000. Ach so. Der Sprung war ja vorher schon drin, die Scheibe, gell? Ja. Nicht, dass da irgendjemand meint, da. Ja, wenn wir eine Bahn neu entschieden, muss kaufen. Aber nur wenn wir eine Mutter gewinnen, ne? Ich hab was für eine Sonderfahrt gehabt da. Also haben wir die Scheibe Riss gemacht damals. Das weiß ich gar nicht mehr, wie man das ist. Wenn, wenn wir im Lotto gewinnen, machen wir das. Was? Also, was hat sich nicht geändert? Da ist doch was. Hat keiner gesehen, genau. Muss nur eben nur ein Steinchen durchgeflogen sein auf der normalen Strecke, ne? Ja, ja, genau. Vom Kreuzenden DC. Vor fünf Jahren. Oh, das ist ein ganz schöner Knick da vorne, oder? Ja, ja, ja. Aber was meinst du schon klein, die Kraft? 2, 3 waren vor nicht, 20 waren. Ja, ich bin aber Lappe, Feder, geht schnell. Oh, wer hat denn da wieder Steine draufgelegt? Blagen, ne? Das ist aber erst vor kurzem passiert. Die waren vorher noch nicht gelegen. Ach, da runtergeschoben, mein Glück. Gummischoner. Ja. Ja. Oh, Bahnhofsgebäude haben wir schön altes da hinten, ne? Oh, mit Schild sogar. Gisbert, hast du ein Schild daran gemacht bei Marienberg? Nein, das hing da. Man ist sogar ein Öllager, ich kann doch Ölzüge auch hinfahren eigentlich. Ja, jetzt haben wir über eine halbe Stunde Zeit hier. Guck mal, hier ist sogar eine Bahnsteiggarten. Achso, hier hast du ja auch gedacht. Ja, ja. Was? Und da hört gut. Das ist gerade richtig deine Menge. Irgendwo muss das Licht sein, hat es geheißen. Den suche ich auch gerade. Wo wir halten sollen? Ja, ja. Ziemlich oben noch. Da kann man nur ziemlich oben fahren. Ja, ja, aber das ist der APÜ. Ja, das kann man nicht. Das kann man auch noch sehen. Ach, das ist vorne. Vorne ist der, gell? Vorne die Ecke. Vorne, bis ganz vorne der Strich, ganz vorne. Ganz vorne, ganz vorne. Ganz vorne, bis ganz vorne, dann. Ganz vorne, da stehen die Strichen. Genau, wo ist die Tür? Genau, wo messen wir. Genau, abgestellt. Ganz genau. Ja, ja. Das ist gemessen. Wir haben den Schienenbus schon mal reingestellt hier und haben es auch nicht gemessen. Genau, mit dem Essen. Hier ist das Reststück von Bad Marienberg, das früher weiterging nach Villritzhausen. Ja. Und zahlen? Dreimal. Kann ich nichts mit anfangen. Matthias? Ja. Buenos Dias. Buenos Dias. Ich weiß jetzt, wie deine Entwicklung von der Dias verlaufen ist. Bei Horten gibt es im Moment den Fuji in so einem Doppelpack. Ja, und diese Ummantelung von den beiden Einzeldosen ist der Gutschein für die Entwicklung der beiden Filme. Ja. Und alle Nasen lang, ja, kommt da auch unter Kunden auf, die ihre Dinger weggeschmissen haben, weil sie nicht darauf geguckt haben, dass da die Gutscheine drauf sind. Und jetzt gehe ich mal nach Horten hier, gebe meine Filme ab und sage, ja, das habe ich nicht gesehen. Aber das ist nicht vergleichbar, wie Horten hier ist? Oder? Ja, wieso? Die arbeiten drei Leute oder so.
So, danke. Ist ein Autobegleiter, der mit der blauen Jacke? Ja, du musst vergessen, die Autobegleitabgabe kassieren. Ausgaben mit dem Verkehrsministerrecht auf der Seite des Autobahnkassiersystems die nächsten auch zur Erfassung von Zugbegleitern ausbauen kann. Das wird aber sicher rein zur technischen Lösung, hat mich doch schon mal fasziniert. Ja. Von seiner alten Firma noch, ne? Nix in Türkis, keine Lampenmasten, keine E340 mit Lichtsignal. Ich mache jetzt einen Fehler mit dem Urban. Ja, das ist doch so. Das ist doch so. Das ist doch so.
Ja, trotzdem würde ich auch mal machen. Man hat ja eigentlich einen ganz anderen Ziel und Zweck.